Mein Name ist Jan Tlugosch, ich arbeite für das Oberhafenamt. Wir sind ein Teil der HPA, Hamburg Port Authority, und wir sind zuständig für die Sicherheit und Leichtigkeit auf den Wasserwegen. Wasserwege zuständig und vor allem für die Sicherheit. Und da müssen wir jetzt die Rahmenbedingungen festlegen, wie wir Drohnenflüge über den Wasserwegen in Abstimmung und Kooperation mit Wasserfahrzeugen, Seeschiffen, die wir haben. Wir haben hier die größten Seeschiffe im Hafen, die es weltweit gibt, dass hier diese beiden Player sicher miteinander parallel im Verkehr befahren oder befliegen können. Und da müssen wir jetzt gerade, wenn wir jetzt außerhalb der Sicht sind, sind wir in einem neuen Kontext, den es so noch nicht gab, müssen wir Rahmenbedingungen erstellen, auch mit anderen Behörden in der Abstimmung, wie wir diese beiden Player sicher zusammenbekommen. Persönlich glaube, dass für den Katastrophenschutz das große Möglichkeiten bieten könnte. Und zwar, wir haben hier in Hamburg ja auch Sturmfluten gehabt in der Vergangenheit. Die könnten auch wieder passieren. Es gibt jetzt in den Zeiten des Klimawandels auch immer mehr Hochwasser. Die auch in der Elbe hat es ja auch schon mehrfach gegeben. Und dass wir da einfach mit den Drohnen eine Surveillance schaffen können. Eine Übersicht über die Lage. Wo das Wasser steht, wo vielleicht noch Personen sind, die gerettet werden müssen und wo einfach generell Einsätze von den Drohnen mit überwacht und gesteuert werden können.